Ich gehe jetzt nochmal nach da hinten. Jeckt, juckt. Oh, Mann. Soll einfach nur weggehen. Okay, da haben wir Dias und Lapis. Ich guck noch mal hier in die Nähe. Ob das hier geht. Oh, hier haben wir auch schon wieder so ein Scheißding. Scheiß Erzdinger immer. Werden es noch zum Verhängnis. So. Dann brauchen wir jetzt hier den Hebel. Machen wieder dieselbe Konstruktion. Machen hier eine Fackel hin. Hier kommen ein paar Redstone Dust hin. Die dann da hochgehen. Da nochmal hin. Dann auf den Pisten. Und da wird das abgeklemmt. Dann wird sich hier der Redstone-Block ausfahren. Und wow. Wow. Nicht schlecht. Haben wir Gravel? Ich brauche mal einen Block Gravel oder zwei. Ne, einen eigentlich nur. Da haben wir welchen. So. Ist mir jetzt egal, ob die explodieren. Hier gibt es auf jeden Fall viele Diamanten. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo das Ende ist, Alter. Wo ist denn jetzt das Ende? Ich finde es nicht. Ne, warte. Wollten ja Gravel holen. Oh. Ne, das muss ich dann also so machen. Ne, warte, da kann ich ja den Schalter nicht mehr aktivieren. Scheiße. Stimmt. Warte, dann mache ich den so. Hm. Passiert nichts. Mach ich halt da drauf, da müsste es passieren, ne? Genau. So, dann lass jetzt hier den Gravel fallen. Da erstmal das hin. So, da sehen wir jetzt nämlich auch noch unten. Aber nicht nach oben. Jetzt. Würde auch gerne da jetzt Blöcke anbringen, aber hier ist ja alles. Oh Mann. Wo ist denn das Ende, ey? Angeblich da drüben. Aber ich sehe da nichts. Wo ist denn das? Ich sehe hier echt nicht, wo das Ende ist, so. Ja? Vielleicht da unten, da hinten so? Also da so. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich glaube, ich finde das Endportal einfach nicht. Warte, die Enderaugen, die haben uns doch geleitet. Das muss doch hier sein. Ich habe mich doch genau da runtergegraben, wo es,
Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Das ist ziemlich scheiße. Jo, da bin ich wieder. Okay. Ich habe gerade mal einen kurzen Cut gemacht, weil es war mir einfach zu verzweifelt. Bin jetzt hier noch 5 Minuten oder 10 Minuten rumgeflogen, habe nach dem Endportal gesucht. Es bringt einfach nichts. Die Enderaugenbacken rum, die fliegen jetzt auf einmal in die Richtung. Ich bin jetzt hier wieder hinterm Haus. Die fliegen immer woanders hin. Ihr habt ja gesehen, die sind die ganze Zeit da hinten in den Dschungel geflogen. Und jetzt fliegen die auf einmal hier hin. Das verstehe ich nicht. Das ist total verbuggt, Alter. Das ist so eine Scheiße. Ja, dass wir jetzt nochmal. Boah, ich weiß nicht. Ich mag das einfach nicht. Dass das jetzt alles wieder nicht geklappt hat hier. Könnte ich schon wieder fast das Schwein grillen. Ja. Naja. Ich kann ja nochmal versuchen hier. Das zu werfen, das geht einfach mal in die Richtung. Ich verstehe es nicht, ja. Es tut mir leid. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Ich bin noch kurz in Game Mode 1 gegangen, wo ich das hier geworfen habe, also nicht wundern. Das ist komplett komisch. Vielleicht gibt es mehrere Enderportale, das kann auch sein. Guck mal, jetzt fliegt es wieder in die Richtung. Hast du gesehen? Na gut, nee, das ist gedroppt. Wieso fliegt das immer in eine andere Richtung? Das ist doch total dumm. Überleg dir mal. Guck mal, das fliegt doch immer so komisch. Das fliegt so einen Bogen. Das muss man nicht verstehen, oder? Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich muss mal gucken. Also, ich weiß jetzt noch nicht, was draus wird. Alter, was ist hier denn passiert? Wie das mal aussieht. So, na komm, stopp. Wie ich ihn weggerackt hab. So. Okay. Ja, keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ja, ich werde mal ein paar. Ich weiß es noch nicht, wie wir es machen. Wir werden auf jeden Fall nächste Folge ins Ende gehen, das ist gewiss. Denn irgendwie kommt man immer zu seinem Ziel. Ja. So. Ja, keine Ahnung. Ich kann hier nochmal suchen. Jetzt geht's wieder dahin. Und ich war auf demselben Breitengrad. Also hier auf der Höhe war das. Ich verstehe das einfach nicht. Wenn ihr wisst, woran das liegt, dann schreibt es mir bitte mal rein. Das wäre mal sehr interessant. So. Ist auch in der 1.5. Vielleicht liegt es daran. Jetzt geht's auch wieder da lang. Das wechselt ständig seine Richtung, ey. Das ist doch total scheiße. Kannst dich auf nichts mehr verlassen im Leben. So. Ja, also keine Ahnung, was wir jetzt hier noch machen in der Folge. Vielleicht mache ich ja auch ein bisschen kürzer oder so. Denn so lässt sich nicht ordentlich spielen. Wir hatten heute wieder coole Themen, muss ich sagen, aber das hier ist jetzt wieder suboptimal. Ne, oder semi-optimal, wie man auch zu sagen pflegt. Oh, gerade so, Alter. Da war doch schon zweimal gezündet, oder? Krass. Nehmen wir nochmal Rotpilze mit. So. Ja. Dann weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter. Ich könnte natürlich jetzt den Stärketrank trinken. Aber das mache ich mal nicht. Guck mal, da kann man noch so schön Block hitten. In der Version. Das waren geile Zeiten. So.
Get wrecked. Okay. Ach, hier wieder die Pilze aus dem Baum. Die erinnern mich übrigens auch an Staffel 1. Da hatte ich auch mal so eine. So Pilze auf dem Baum immer. Beziehungsweise in der Welt, die ich damals privat gespielt habe. Da war das auch so. Ich glaube, das haben sie dann mit der 1.7 auch gefixt. Aber hier ging das noch. Ja, ja. Das waren noch Zeiten hier. So, unsere Insel ist da oben natürlich auch weg, weil wir das Modpack nicht mehr drauf haben. Okay. Ja, eigentlich bringt das Block hinten beim Monster natürlich nichts, aber es sieht einfach manchmal cooler aus. Obwohl, naja, kann man auch geteilter Meinung sein. So. Okay. Ja, dann können wir mal gucken. Ich weiß jetzt nur nicht, was wir machen. Also, das Ende. Oh, komm. Leg dich hin. Oh, das Ende müssen wir ja bereisen. Oh. So. Wir können ja nochmal die Kühe schlachten. Die haben es einfach nicht mehr verdient. Ach nee, die hat jetzt so schön geschrien, die will ich jetzt gar nicht mehr töten. Doch. Ach, wieso fliehen die eigentlich immer in die Richtung, ey? Ich verstehe das nicht. Wenn ich jetzt hier einen Block aufschlage, gell? Jetzt seid ihr frei. Guck mal, jetzt wollen sie nicht mehr. Guck dir das an. Was soll denn das? Das muss man nicht verstehen, oder? Jetzt gehen sie. Langsam. Die kommen nicht mal raus, wenn da ein Block Platz ist. Ah, die kommen raus, wenn alles zu ist. Das ist natürlich auch wieder sehr sinnvoll. So. Ihr seid jetzt frei. Habt ihr verstanden? Ja, zwischen den geschissen, ey. Gibt's ja nicht. Wie sieht's jetzt eigentlich im Nether aus? Da will ich auch nochmal kurz hin. Ich gehe nochmal in den Nether. Um einfach mal zu gucken, was da abgeht. Huch. Boah, tschüss. Alter. Hier gibt's einfach keine Steine mehr. Guck dir das an. Ich erkenne es zwar noch wieder, aber es ist einfach alles gelöscht. Guck dir das an, wie zerlöchert das hier aussieht. Sieht normalerweise nicht so aus, ne? Also in einem Vanilla-Netter, meine ich jetzt. Ja. Interessant. Warum ist hier ein Schwein? Tja, wer weiß. Huch. Och, guck mal, wer kommt denn jetzt angeschissen, hä? Na, ihr Viecher. Ich weiß noch, wie ich damals in Staffel 1 im Nether gestorben bin. Das war Folge 64. Das war auch geil. Oder 65. Ja, gut. Da habe ich mich ziemlich aufgeregt damals. Meine Reaktionen damals waren auch immer der Burner. Ich habe damals immer so übelst komisch reagiert. Ich weiß nicht. Auf solche Tode. Hab mich ja übelst aufgeregt immer. Also ich habe das dann nicht auf die leichte Schulter genommen. Vor allem nicht, wo die Hälfte verbrannt ist im Wasser, in der Lava. Das fand ich richtig scheiße. So. Weil ich mir das alles übelst lange erfarmt hatte. Und dann war auf einmal alles weg, weißt du, das geht ja nicht. So. Verpisst euch, ich verpiss mich. Okay. Dann. Oh. Ich bin einmal ums Portal gelaufen. Und ich bin wieder so stark am Gehen, das gibt's nicht. So. Ja, ich glaube, wir gehen dann mal ins Ende, oder? Ich muss mir auf jeden Fall eine Alternative einfallen lassen. Was wir jetzt machen. Ja, und das habe ich eigentlich auch schon getan. Also, ich habe schon
Auf jeden Fall eine Opportunity für euch. Seid da auf jeden Fall gespannt. Ja, da wäre ich jetzt schon mal ein bisschen neugierig und würde die Ohren spitzen. Denn ihr habt ja gesehen, es hat nicht funktioniert. Und ja, mein guter alter Grundsatz, wenn das Spiel mich verarscht, dann verarsche ich das Spiel einmal ganz hart zurück. Und wie das aussieht, das sehen wir gleich.